Fach- und Meisterbetriebe, der Partner an Ihrer Seite für Wärme, Wasser und Energie. Spiel 2 in der Serie Best of 3 zwischen der IGR Remscheid und dem Bison aus Kahlenberg steht auf dem Programm. Und diese Zahl 3 sollte heute die Zahl des Tages werden. Doch zunächst gab es für die Zuschauer ein ähnliches Bild wie im Hinspiel. Die Hausherren legten los, als gäbe es kein Morgen und erspielten sich schon in der ersten Minute zahlreich hochkarätige Chancen. Kapitän Yannick Peinke ist es dann, der in der sechsten Minute die fast schon erlösende 1:0-Führung für die Blau-Weißen bringt. Kahlenberg wirkt etwas verunsichert und die IGR versuchte weiter nach vorne zu spielen. Das Einzige, was man den Hausherren vorwerfen konnte, ist, dass sie zur Pause nicht schon höher in Führung lag. So wurden die Torhüter auf beiden Seiten munter warm geschossen und der Peinke-Treffer blieb nach 25 Minuten der einzige. 1:0 also zur Halbzeit. Max Richter, der schon in Spiel 1 von Andreas Reinhardt ein Sonderlob für seine gute Arbeit gegen Kahlenbergs Milan Brandt bekam, schaffte es auch heute wieder, den Motor der Gäste ins Stocken zu bringen. Doch als wäre ihm das nicht genug, fasst sich Richter nach 42 Minuten ein Herz, zieht einfach mal ab und erhöht auf 2:0. Die Vorentscheidung? Denkste, es begannen 8 kuriose Minuten. 10. Teamfoul IGR, es steht 1:2. In der 47. hämmert Milan Brandt, den man eben doch nie ganz ausschalten kann, zum 2:2 den Ball in den Winkel. Noch 3 Minuten stehen auf der Uhr, wieder alles offen. Die letzte Spielminute bricht an, Luis Hages muss wegen einem Foul und einer blauen Karte auf die Bank. Raik Johansen bleibt cool und verwandelt den Direkten zum 2:3. Jetzt sieht alles nach Spiel 3 aus. Die IGR versucht alles, dieses zu verhindern. Nur noch Sekunden auf der Uhr, der Ball kommt wieder zu Max Richter, der es noch einmal abzieht. Und Tor, 3:3, 3 Sekunden vor Schluss, es geht also in die dritte Halbzeit. Nervenkitzel pur am Hackenberg, auch für die Hallenuhr, die kurz ihren Dienst verweigert, bevor es in die Verlängerung gehen kann. In der Verlängerung wirkt die IGR beflügelt vom späten Ausgleich und nimmt von Anfang an das Heft in die Hand, kann sich Chancen erspielen, doch wieder neigt sich die Spielzeit dem Ende zu. Da schnappt sich Yannick Peinke den Ball, marschiert über das halbe Feld und schlänzt den Ball in die lange Ecke. Jubel, Golden Goal, Sudden Death, die IGR steht im Halbfinale. Kann Spiel 3 so gerade eben noch abwenden. Jetzt warten sie auf die SKG Herringen, den Meister des letzten Jahres, die sich ebenfalls in 2 Spielen gegen Walsum durchsetzen konnten. Die IGR steht also unter den besten 4 Mannschaften Deutschlands.